Und ich begrüße an der Stelle Herrn Karl-Maria de Molina und alle Webinarteilnehmer und wünsche Ihnen heute noch viel Spaß. Ja, Katrin, besten Dank für die Einführung, für die Begrüßung. Ich habe heute die Ehre, bei dir ein Webinar zu halten. Ich sage mal, nicht zum ersten Mal, aber doch in dieser Form, ja. Und letztendlich geht es jetzt. Es geht praktisch um Entwicklung von Future Skills. Das ist die Agenda, die uns heute begleiten wird. Einmal das Thema Transformation der Arbeitswelt. Jeder von uns, nicht nur jetzt Corona hat es beschleunigt, durch New Work, durch VUCA, durch Digitalisierung haben wir praktisch eine neue Situation in der Arbeitswelt, in der Führung, in den Anforderungen. Diese alte Vorgehensweise, ich bin der Boss, ich habe Recht, das habe ich vor 20 Jahren gelernt, das muss noch heute gelten. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben in einer dynamischen Welt, in einer globalisierten Welt, und wo praktisch Kollegen verteilt durch die Welt sind oder durch die Bundesrepublik. Es gibt ja dieses starke Remote Working oder hybrides Arbeiten. Das erfordert in der Führung neue Konzepte. Und die Antwort, die wir seitens ThinkSimple liefern, ist das Thema Future Skills. Future Skills ist sehr oft beschrieben worden in verschiedenen Formen. Ich werde praktisch eine Beschreibung dazu finden, aber auch erklären, warum wir sie brauchen. Und ich bin ja Personaldiagnostiker seit einigen Jahren und danach habe ich verschiedene Modelle entwickelt und begleitet. Und nichtsdestotrotz haben wir ein ganz neues Modell entwickelt, weil sich die Welt, wie ich vorhin gesagt habe, verändert. Und demzufolge verändern sich die Anforderungen bzw. auch die Kompetenzprofile. Und die Antwort darauf ist letztendlich dieses Future Skills. Wenn wir Future Skills feststellen, dann sagen wir, okay, es gibt einen Gap. Wenn es einen Gap gibt, dann kann ich verschiedene Begriffe verwenden. Okay, Entwicklung. In Neudeutsch heißt es Reskilling, Upskilling. Das heißt, ich muss praktisch diese Soft Skills, die wir haben, weiterentwickeln, weil ich zum Beispiel nicht resilient genug bin, weil ich nicht flexibel genug bin, weil ich im Teamwork praktisch etwas zu stark auf meine Meinung poche und nicht auch andere Meinungen gelten lasse. Und jeder von uns, der in Projektarbeit tätig ist, weiß, wie bedeutend es ist, ja, eigene Meinung zu haben und gleichzeitig auch die Geltung anderer Meinungen auch in Betracht zu ziehen. Ja, und nicht sagen, okay, ich bin der Fachkompetenteste darüber, sondern sagen, okay, ja, in dem Fall haben andere Recht. Ja, dieses not invented here. Das kennen wir auch von Firmen wie Bosch und Daimler in den Ende des vorigen Jahrhunderts wurde dieser Satz geprägt oder dieser Begriff geprägt, not invented here. Das heißt, ich akzeptiere nur das, was wir entwickelt haben und nicht das, was andere gemacht haben. Und am Ende die Takeaways, eine Art Zusammenfassung dessen, was wir erzählt haben. Gut, meine Wenigkeit, ich bin von Haus aus in Maschinenbauer, Autoingenieur, später in Berlin promoviert über Fahrzeugtechnik. Ich habe ja gesagt, ich bin Personaldiagnostiker, ich war früher Automobildiagnostiker. Das heißt, uns geht es darum, in meiner Promotion, wie verhält sich ein Motorrad, wenn Parameter sich verändern. Und letztendlich, man könnte sich das überlegen, wie verhalten sich Menschen, wenn sich die Skills verändern. Wenn jemand souveräner ist, dann reagiert viel besser auf Feedback. Das heißt, im Grunde genommen, die Erfahrung, die ich in meiner Promotion gesammelt habe und später auch im Beruf, kann ich praktisch als Personaldiagnostiker verwenden. Ich habe einige Bücher herausgegeben, zum Beispiel Arbeitskultur außer Kompetenz in der Zukunft und auch selber geschrieben, nicht nur Promotion, sondern auch ein Buch über Komplexitätsreduktion. Das heißt, das Thema Arbeit und ich habe auch eine Arbeitsmethode entwickelt und ich halte Seminare und so weiter. Das heißt, mir geht es nicht nur darum, die Arbeit zu machen, sondern wie machen wir die Arbeit? Das heißt, ich unternommen diese Methode, wie gehen wir an die Arbeit ran?
Vielleicht zu Think Simple. Wir haben ja, wir entwickeln Kompetenzmodelle zusammen mit der Universitäten. Uns geht es weniger um Fachkompetenzen, sondern ausschließlich um Soft Skills, beziehungsweise auch über Wertemodelle und Motivationsmodelle. Wir haben ein Tool entwickelt, was wir auch heute teilweise anreißen werden. Technologien, die, sage ich mal, die bewährten, normierten, validierten Fragebögen, aber auch künstliche Intelligenz, weil künstliche Intelligenz eine sehr interessante Ergänzung darstellt bezüglich der Verobjektivierung der Ergebnisse. Wir wissen ja, Fragebögen sind nett und gut, aber letztendlich der Mensch ist kein Objekt, sondern ein Subjekt. Und wenn ich mich selbst anschätze, bin ich Subjekt, das heißt subjektiv. Und wenn eine Kollegin, ein Kollege, ein Vorgesetzter, ein Kunde, ein Berater mich bewertet, letztlich ist auch ein Subjekt. Und es gibt ja vier Gründe, warum wir nicht objektiv sein können, auch wenn wir uns bemühen, weil wir praktisch aufgrund von vier Eigenschaften subjektiv sein können. Im Normalfall, auch wenn wir uns darum bemühen, das nicht zu sein. Und dann haben wir diese Lösung, dieses Tool ist eine Cloud-Lösung. Das heißt, dadurch haben wir die Möglichkeit, Big Data zu generieren, was eigentlich für People Analytics notwendig ist. Ja, Transformation der Arbeit habe ich vorhin erwähnt. Wir haben das Thema New Work. Das heißt, New Work ist viel mehr als einfach nur Homeoffice oder ein nettes irgendwie Plaudern und Billard in oder ein Fitnesscenter in den Räumlichkeiten, ist auch insbesondere beim Thema Führung. Einmal von der Führung selber und von den geführt werden, das heißt von der transformationalen Führung, wie praktisch die Generation Z letztlich verlangt. Ich bin aufgewachsen oder in meinem Berufsleben bin ich gestartet mit transaktionalen Führung. Ja, mein Chef ganz hart gesagt, okay, ich bin der Boss. Ja. Und bis ich gesagt habe, okay, du kannst der Boss sein, aber ohne mich. Ja, dann bin ich gegangen, weil letztendlich der hat sehr stark eingegriffen, auch in meinen Arbeitsbereich. Das Thema auch Digitalisierung. Ich bin da gespalten, was das angeht. Für mich Digitalisierung begann mit meiner Promotion vor einigen Jahren. Aber letztendlich das Gros der Menschen sind betroffen durch die Apps, sage ich mal, mit dem iPhone 2007. Da haben wir praktisch Internet in der Tasche. Dann mit dem iTunes und so weiter und so fort. Dann haben wir die Online-Applikationen und, sage ich mal, viele Sachen, die wir in Office gemacht haben, machen wir jetzt praktisch in Applikationen. Damit haben wir Datenbanken und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz und auch dazu das Thema Web-Conferencing, was jetzt mit Zoom, früher heißt es Skypen, jetzt heißt es Zoomen, letztendlich ist praktisch notwendig und hier machen wir sie auch. Und letztendlich die VUCA-Welt. Ich habe ja gesagt vorhin, dass ich ein Buch geschrieben habe über Komplexitätsreduktion und da befasse ich mich damit. Das heißt, im Grunde genommen habe ich damals gesagt, die Antwort darauf auf Komplexität ist Kreativität, Innovation, ist letztendlich Flexibilität, ist Chaosresistenz. Ja. Wenn wir sehen, wie die eine Welt sich verändert, ob ein Trump gewählt wird oder was China agiert oder die Lieferketten nicht funktionieren, ich muss dauernd praktisch reagieren, beziehungsweise auch im Vorfeld mir überlegen, was könnte passieren. Das heißt, ich brauche eine Mannschaft, die sehr kreativ ist und sehr agil ist, auf das reagieren kann. Und auch ein Mindset, Lösungsorientierung. Es gibt für mich zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die auf den Problemen beharren. Es gibt ein Problem, Und die anderen, die sagen, okay, who cares, ich suche nach einer Lösung. Und das ist praktisch ein Mindset, genauso wie die Medaille. Die Medaille hat zwei Seiten. Ich kann praktisch mich mit einem Problem befassen oder ich suche die Lösung. Und das ist praktisch sehr angeraten, weil ich ja gesagt habe, die Welt ist sehr dynamisch und da müssen wir darauf reagieren.
Und das Thema habe ich vorhin erwähnt, das sind die drei Komponenten New Work, Digitalisierung und VUCA. Und das mündet letztendlich in Future Skills. Das ist unsere Antwort darauf, hatte ich ja apathisch angekündigt. Und letztendlich, warum Future Skills? Ich könnte viele Studien apathisch dazu zitieren. Ich, aufgrund der Zeit habe ich mich nur auf die Gartner-Studie beschränkt. Und ich meine, 68% ist eine signifikative Zahl, die zeigt praktisch die Bedeutung. Ist sicherlich nicht ausschließlich, es gibt auch andere Themen, aber letztendlich die Entwicklung der Skills ist praktisch relevant. Und ich kann sagen, ich habe mit Universitäten Kontakt aufgenommen, inwieweit Interesse hätten, eine Vorlesung über Future Skills zu haben in ihrem Lehrprogramm, und wurde praktisch, die Hälfte haben Interesse gezeigt. Und nächstes Jahr werde ich in mehreren Universitäten, neben der eigentlichen Universität, wo ich seit Jahren Vorlesungen halte, in Nürnberg, werde ich in anderen Universitäten auch Vorlesungen darüber halten. Gut, die BPM-Studie zeigt letztendlich die Bedeutung. Hier ist vor Corona und seit Corona, und irgendwann wird es nach Corona geben. Und ich gehe davon aus, dass was vor Corona war, wird es nach Corona wieder sein. Das heißt, Talentmanagement, im Grunde genommen hier ist für mich Reskilling, Upskilling. Das beginnt auch mit dem Preboarding, das beginnt auch mit dem Recruiting letztendlich. Welche Kompetenzen haben Bewerber, Bewerberinnen? Ich werde niemanden erreichen, der oder die hundertprozentig zu meiner Stelle passt. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass ich erkenne, okay, wo ist der Bedarf, schon am Anfang, und ich sage, okay, ja, wir nehmen diese Person, auch wenn wir wissen, es erfüllt nicht die Voraussetzungen, die vollständig, aber ich habe schon einen Plan, wie ich diese Person entwickeln kann. Deswegen, unser Tool haben wir praktisch konzipiert, auch für den Bereich Pre-Boarding, Forskilling. Ich könnte viele Folien dazu fügen. Ich habe eine alte Folie hier dazu gepackt bezüglich des Lernbedarfs. Das ist jetzt ein allgemeiner Lernbedarf, aber letztendlich, ich habe es hier gemünzt auf Future Skills. Und dann sehen wir zwei Grafikkurven. Einmal das, was ich in der Schule gelernt habe. Das ist ein allgemeines Wissen, deswegen hat eigentlich eine längere Verweilzeit. Aber wenn es um digitale Kompetenzen, ja, hier heißt IT oder EDV, dann sehen wir, das ist ja kurzfristig. Das, was ich, wenn ich gucke, was sich in KI tut, im Machine Learning, Deep Learning, und die neuen Fähigkeiten, die dazugeben wird, die Möglichkeiten der Big Data und so weiter und so fort, dann sage ich mal, wenn ich etwas entwickelt habe vor 2 Jahren, dann muss ich praktisch alle 2 Jahre muss ich das Produkt weiterentwickeln. Gut, jetzt, ich habe praktisch sozusagen die Situation bislang beschrieben. Ich habe erklärt, warum Future Skills oder Upskilling notwendig ist. Jetzt gehen wir auf die Antwort, die wir vorbereitet haben. Ich gebe zu bedenken, dass für die Vorbereitung dieses Vortrags nicht viel Zeit übrig war. Deswegen ist nicht eine vollständige Antwort, aber ich umreiße schon, wo die Reise hingeht. Und gehe wieder zurück zu einer Studie. Und vorhin das Wort Agilität und letztendlich Veränderungsbereitschaft war auch dabei. Wir sind praktisch da an den großen Bedarf von 52%. Wenn wir von Homeoffice und Remote Working sprechen, dann ist Selbstständigkeit absolut notwendig, dass ich mich selber organisieren kann, dass ich mich praktisch, das Thema Zeitmanagement hat an Bedeutung nicht verloren, ist es nur, Future Skills sind add-on. Das heißt, wenn ich sage, ich will Future Skills machen, aber ich habe keine Organisationsfähigkeit, dann funktioniert es nicht. Ja? Und da habe ich 23% und so weiter. Ich stehe nicht ganz hinter den Zahlen, ich würde die Zahlen anders gestalten, aber ich zitiere eine Studie und damit berufe ich mich praktisch auf Werte, die ermittelt worden sind. Meine Erfahrung geht so, dass praktisch unten diese IT und Fachwissen und so weiter
sicherlich mehr als 19%. Ist sicherlich rollenspezifisch, das heißt, wenn jemand Programmierer ist, dann braucht praktisch sicherlich viel weitere Entwicklung als jemand, der oder die praktisch in Office-Bereich, das heißt PowerPoint und wie alle heißen, praktisch verwendet. Ja, hier, ich habe am Mittwoch von der Pink-Universität einen Vortrag mir angehört über Future Skills und hier zeigen die praktisch, dass digitalen Google-Kompetenzen sehr relevant sind. Wir haben für einen Kunden auch eine Programmierung durchgeführt. Da geht es im Wesentlichen um digitalen Google-Kompetenzen, Thema Kollaboration. Als ich anfing zu arbeiten, könnte man vielleicht sagen, okay, ich habe meinen Aktenordner in meinem Kabuff, sage ich mal, und damit schaufel ich praktisch die Aktenordner. Das war früher sehr weniger praktisch kollaborativ. Jeder hat für sich gearbeitet und heute, wenn ich in Projekten mit Automobilindustrie früher gemacht habe, dann war praktisch kein Mensch war am Arbeitsplatz. Die waren praktisch dauernd jumping von Meeting zu Meeting. Ja? Deswegen haben die Leute ja kein Festnetztelefon mehr, sondern praktisch IBM, Daimler, BMW und so weiter haben alle Handy. Und wenn man die Festnetznummer anruft, dann geht die direkt auf die Handynummer. Gut, agiles Arbeiten haben wir erwähnt. Lernkompetenzen. Das ist eine unterschätzte Kompetenz meines Erachtens und ich finde es ja gut, dass Pink das erwähnt, klar, weil sie im Bereich Upskilling sind. Aber letztendlich Lernkompetenz, inwieweit kann ich mir etwas beibringen oder bin ich in der Lage, etwas Neues zu lernen? Und das ist die Voraussetzung. Nicht, dass ich sage, okay, lieber Mitarbeiter, Mitarbeiterin, du musst dich entwickeln. Ja, aber vielleicht ist diese Person nicht selbstgesteuert, selbstorganisiert, lernwillig. Wir werden nachher auf das Thema Lerndiagnostik eingehen. Deswegen will ich ja hier das nicht jetzt zu Ende ausführen. Ich nur andeuten, dass Lernkompetenz praktisch eine Brücke ist. Ohne die ist eine Conditio sine qua non. Das heißt, wenn ich nicht lernkompetent bin, wenn man mir sagt, okay, lebenslanges Lernen, ich sage nett und gut, aber ich kann es nicht. Ja? Ich habe mir jetzt hier erlaubt, praktisch schon einzusteigen mehr in unser Thema. Wir haben ein Baukasten-Kompetenzmodell mit 10 Kompetenzklassen. Die sind mal hier von 1 bis 10. Und dann haben wir erlaubt, praktisch einmal, was sind die Future Skills? Weil letztendlich, wir sprechen für Future Skills, dann fragt man sich, okay, was ist dabei neu? Und dann habe ich verglichen mit den Kompetenzmodellen, wie zum Beispiel von Lutz von Rosenstiel, der war früher Psychologie-Professor hier in der LMU in München, Erpenbeck, der war aus dem Osten. Beide haben ein Buch geschrieben. Erpenbeck hat später das Programm Code entwickelt. Frau Simone Kaufeld ist Professorin in Braunschweig. Und die gehen auch in diesen Kompetenzklassen, praktisch Methode Soziale, Personale und Nationale. Im Übrigen haben wir uns auch so ein Kompetenzmodell heute in unserem Tool. Aber letztendlich, Future Skills bedeutet das Thema Zukunftsfähigkeit. Ich sage nicht, dass die anderen Modelle nicht das vor Augen hatten, aber nicht in dieser Bedeutung. Transformation, hatte ich vorhin schon, das Wort ist angeklungen. Thema Anpassungsfähigkeit, wenn wir vom Booker reden, von Komplexitätsanpassung. Teamwork hatte ich vorhin auch erwähnt. Digitalität, klar, selbstverständlich. Und Businessfähigkeit. Und Businessfähigkeit ist mehr als nur sagen, okay, ja, ich mache mein Geschäft und so weiter. Es ist auch digitale Prozesse. Man denke an Firmen wie Quelle und dann fragt man sich, oder Neckermann und so weiter, fragt man sich, wo sind die geblieben? Ja? Und das Problem war, sie haben praktisch ihre Prozesse nicht digitalisiert. Und also, es geht nicht nur darum, dass ich praktisch einen Katalog praktisch online stelle, was manche Firmen machen mit PDF und so weiter und so fort. Es geht darum, dass man praktisch den Prozess digitalisiert. User Experience. Hier habe ich gezeigt, zum Beispiel bei der Kompetenzklasse Digitalität. Wir haben praktisch schon heute 16 Kompetenzen praktisch zusammengetragen. Diese Kompetenzen haben wir praktisch durch Screenen von vielen Publikationen, ich sage mal vielleicht in der Zahl vielleicht fast 50, wo ich schaue, okay, geschaut haben, okay, was sind die
die relevanten, sicherlich viele sind Synonyme. Praktisch, man könnte sagen, okay, ja, bei uns im Unternehmen haben diese Kompetenzen andere Begriffe. Das ist etwas, was wir auch vorgesehen haben, dass sie praktisch dann ihre Begriffe, die im Unternehmen implementiert haben, auch verwenden können. Aber dahinter sind letztendlich die Items, die sind praktisch zugeordnet zu den jeweiligen Kompetenzen. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt von der Ping University, auch die haben praktisch mehr als die vier Kompetenzen, die ich vorhin gezeigt habe. Das zeigen die praktisch die digitale Grundkompetenz, klar, es ist die wichtigste Kooperation und so weiter und so fort. Das heißt, es ist mehr als nicht nur die vier. Aber, und wenn Sie genau hingucken, bei diesen sind die praktisch letztendlich auch bei uns in unseren 170 Kompetenzen, die, auf die ich jetzt kurz eingehen werde. Und zwar Future Skills haben wir, praktisch, wir haben jetzt konkret realisiert und zwar operationalisiert. Wir sagen, okay, Future Skills, ja, wunderbar, wir machen das jetzt im Unternehmen. Das heißt, wir haben drei Konzepte oder ergänzende ein Konzept mit drei Bausteinen. Der eine ist ein Baukasten. Das heißt, Sie gehen hin und Sie sagen, okay, aus dieser Kompetenzklasse möchte ich praktisch die drei Kompetenzen oder die vier und so weiter und so fort. Aus dieser Kompetenzklasse hole ich die vier oder fünf und so weiter. Und da können Sie in kurzer Zeit können Sie praktisch Ihr Kompetenzmodell. Also müssen Sie sicherlich mit den Führungskräften abstimmen, dann müssen Sie mit der Geschäftsführung bezüglich Zielsetzung und so weiter und so fort, Erfahrungswerte und so weiter. Aber ich sage mal mit, ja, ich weiß nicht, ob ich mich outen soll, bat ich eine Zahl von Stunden, aber von Tagen, von Wochen, wo Sie bat ich ein Kompetenzmodell zusammentragen können. Sie sagen, okay, das ist nett und gut, aber das ist mir zu aufwendig und so weiter, ich muss abstimmen, ich habe nicht die Expertise. Dann sage ich, okay, wir bieten an rollenspezifische, vorkonfigurierte Modelle, wo Sie sagen, okay, für Marketing, für Vertrieb, für Controlling, für HR, für Produktion und so weiter, finden Sie schon unsere Vorschläge. Sie können diese Vorschläge letztendlich auch ändern, aber zunächst einmal haben Sie schon einen Vorschlag, wo Sie sagen, okay, ich habe schon eine Basis, auf der ich arbeiten kann. Dann haben Sie letztendlich die maximale Schnelligkeit. Oder Sie sagen, okay, ich habe schon im Haus ein Kompetenzmodell, wir haben schon Items dazu und wir würden gerne praktisch unsere Items praktisch da einbauen. Damit haben wir praktisch und auch können Sie letztendlich auch kombinieren. Sie sagen, okay, ich mache Folgendes, ich hole aus dem Baukasten manche Kompetenzen, ich hole mal aus unserem Autorensystem manche Kompetenzen und tue ich auch alles zusammen. Das heißt, im Grunde genommen, uns geht es darum, dass Sie individualisiertes Kompetenzmodell für Unternehmen haben. Und dieses Kompetenzmodell ist auch zugeordnet zu verschiedenen Rollen. Das heißt, heute haben wir praktisch nur in unserem System eine Ausprägungsveränderung. Das heißt, unser Kompetenzmodell heute im System ist fest. Das heißt, es sind feste Kompetenzen, take it or leave it. Und da können Sie die verschiedenen Ausprägungen verändern. Aber hier im Future Skills können Sie letztendlich zuordnen die verschiedenen Kompetenzen. Und das ist praktisch viel genauer. Dann ist es so, dass wir haben vorgesehen, 6 Items pro Kompetenz. Wir haben festgestellt, mit 3 kommen einigermaßen hin, aber wir sind der Meinung, dass der Genauigkeit wegen 5 muss sein, 6 ist eine sehr gute Zahl. Dann, was der Likert-Skala angeht, unsere Erfahrung, heute arbeiten wir mit 6er Skala, aber Kunden wünschen sich eine genauere Einstufung. Und deswegen ist eine 11-stufige Skala. Dann mit Gewichtungsfaktoren für die Items. Das heißt, nicht jeder Item hat die gleiche Bedeutung für die Ergebnisse. Wir entwickeln die Modelle mit Universitäten, deutschen Universitäten. In dem Fall Kompetenzen machen wir mit Uni in Eichstätt und auch in Stuttgart. Und letztendlich die Normierung und Validierung, die ist auch letztendlich notwendig. Manche Leute sagen, okay, ich mache mein Kompetenzmodell mit Excel. Ich sage, nett und gut, aber das hat mit Genauigkeit null zu tun, weil sie dann damit keine Alpha-Werte ermitteln können.
Und die können Spazi auch letztendlich nicht validieren. Gut, dann geht es darum, wenn wir von Future Skills sprechen, wollen wir ja letztendlich den Gap ermitteln. Wir haben vorhin von Rollen gesprochen, das heißt, uns geht es immer darum, den Jobfit oder den Kompetenzfit oder den Kompetenzgap zu ermitteln. Und die ist immer bezogen auf eine Stelle. Jetzt wird es interessant. Wie ermittelt man eigentlich die Messlatte? Was letztendlich eine Rolle ist, Rollenprofil ist eine Messlatte. Und dann sage ich, okay, ab wann ist jemand gut, ab wann ist jemand schlecht? Das ist schon krass. Ja? Wenn ich jemand sage, okay, mit deinen 60% bin ich gut oder bist du schlecht? Und wer hat das definiert? Ja, am Ende die Verantwortung trägt letztendlich die Personalabteilung. Was wir machen, ist, wir geben Ihnen schon heute im Vorfeld schon Rollenprofile. Diese Rollenprofile sind praktisch von unserem Team entwickelt worden, sind praktisch auch von Big Data von uns auch untermauert. Aber letztendlich, diese Rollenprofile sind praktisch der Startpunkt aus unserer Sicht. Sie sagen, okay, schön und gut, liebe Firma ThinkSimple, aber bei uns, wir würden gerne sich anpassen. Sie haben die Möglichkeit, sich anzupassen, aber das Interessante dabei ist, wenn Sie letztendlich die Tests mehrfach haben durchführen lassen durch Mitarbeiter, dann haben Sie letztendlich Big Data im Unternehmen. Und letztendlich interessiert mich wenig die Anfangsdaten von der Datenbank von ThinkSimple, sondern vielmehr zu sagen, okay, bei uns im Unternehmen XY haben wir praktisch diese Werte ermittelt. Und da können Sie sagen, okay, ich nehme diese Werte und dann kann ich auch wiederum diese Werte, die ich praktisch heute Durchschnittswerte sind von meinen Mitarbeitern, kann ich letztendlich auch anpassen. Insbesondere, wenn ich Junior-Mitarbeiter habe, beziehungsweise wenn ich Recruiting habe, ich werde nicht praktisch die Rollenprofile von einem Senior für einen Junior verwenden. Das heißt, ich muss das sehr differenziert, weil, kann ich Ihnen sagen, ich hatte neulich eine Rückmeldung von einer Kundin, die sagt, okay, ich meine, ich bin empathisch, ich bin Coach. Warum bin ich da nicht gut? Ja, weil im Rollenprofil war der Wert sehr hoch. Weil für einen Coach, aus unserer Erfahrung, ist ein hoher Wert. Aber anscheinend bei ihr im Unternehmen, weil ich meine, ich immerhin im HR-Bereich, war so, dass eigentlich in ihrem Unternehmen vielleicht niedriger sein sollte. Das heißt, wir erkennen die Bedeutung dieser Rollenprofile. Okay. Wie funktioniert das konkret? Dass man sich grafisch das vorstellt, die hätten sich den Baukasten, die Datenbank auf der linken Seite, die Auswahl und dann schieben sie das praktisch mit der Hand. Mit der Maus schieben Sie rüber und dann haben Sie letztendlich Ihr Kompetenzmodell. Was sind die Vorteile? Der Vorteil ist, wenn ich das vergleiche mit Unternehmen, mit denen wir uns verglichen haben, die sagen, okay, wir stellen für Sie, lieber Firma XY, ein Kompetenzmodell. Das ist sehr kostenintensiv, sehr beratungsintensiv. Und die Idee von uns ist im Grunde genommen, just do it, ja? Sie machen es selber, wir können Sie unterstützen, aber letztendlich geht es darum, viel mehr do it yourself, viel mehr auf Ihrer Seite. Ja, das heißt, und unsere Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass die Unternehmen haben viel Expertise aufgebaut. Wir in unseren Gesprächen mit Kunden, wir haben des Öfteren einen Personaldiagnostiker auf der anderen Seite. Das Thema Individualisierung, wir sind der Meinung dadurch sehr flexibel. Und dadurch können Sie Individualisierung und letztendlich, wenn Sie schon Modelle vorfinden, rollenspezifisch, ist eine Orientierung und eine Sicherheit für Sie. Ja, wir haben die ganze Zeit von Future Skills gesprochen. Der Mensch ist nicht nur Kopf, der Mensch hat ein Herz. Das heißt, er hat Werte, er hat Motive, er hat Präferenzen, er hat Anreize. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich kann den Job, aber den will ich so nicht. Das heißt, im Grunde genommen, das ist, wo wir gescheitert sind letztendlich noch heute in Deutschland, im Vergleich zum Beispiel mit der Schweiz. Gallup sagt, okay, ihr habt mit Binnenstrich Arbeiter in 15%. In der Schweiz sind 25%, immerhin fast doppelt so viel.
Deswegen finde ich lustig, wenn Unternehmer sagen, wir haben 5.000 Mitarbeiter. Dann sage ich, nein, ihr habt 15%. Ja, das heißt, woran hapert es? Weil der Cultural Fit nicht funktioniert. Deswegen ermitteln wir bei Think Simple neben dem Job Fit, das heißt mit Future Skills, auch den Cultural Fit, auch die Persönlichkeit mit KI, die Persönlichkeit, weil wir sagen, okay, Kompetenzen sind gut, aber ich brauche letztendlich auch die Offenheit. Messen über anderes Verfahren. Und damit ist komplementär, dadurch haben wir eine viel bessere Sicherheit, dass das, was ich mit den Future Skills messe, auch über einen anderen Kanal dann validieren kann. Und OrgaFit letztendlich die Prozesse. Viele Mitarbeiter stören sich an den Prozessen, stören sich an Räumlichkeiten. Ich will im Großraumbüro arbeiten und umgekehrt, ich will in einer Party Zwei-Mann-Büro arbeiten und dann muss ich praktisch da Großraumbüro, Geräusch und da ist ein Vertriebler, der telefoniert den ganzen Tag und dann bin ich nicht performant. Und dann fragt man sich, hey, warum? Du kannst den Job, du willst den Job, ja, aber so nicht. Ja? Gut, wir haben uns unterhalten über, Future Skills messen. Dann stellen wir fest, ich habe vorhin erwähnt, den Kompetenz-Gap. Das heißt hier zum Beispiel bei den personalen Kompetenzen, in dem Fall, dieser Mitarbeiter, Mitarbeiterin vertraut wenig die Fähigkeiten, der traut sich nicht. Das ist im Übrigen ein Erscheinungsbild in Deutschland sehr stark, wenn ich das vergleichen darf mit Italien oder Spanien. Ich sage mal, ich komme aus Spanien, deswegen darf ich so erzählen, der Spanier kann wenig, aber traut sich alles und der Deutsche kann alles, traut sich wenig. Ja, so für mich simply sehr einfach dargestellt. Warum sage ich so? Weil ich A, in Spanien gelebt habe bis zu meinem 20. Lebensjahr und B, in Deutschland viele Seminare gehalten habe und ich habe Könner vor mir, die sich aber nicht getraut haben. Deswegen sage ich mal, ich bin im Land der Könner, aber nicht im Land der Dürfer. Ja? Und auch, weil die Leute sich das nicht trauen, weil sie auch vielleicht zu viel auf die Mütze bekommen haben. Gut, das heißt, Competence Gap haben wir hier festgestellt und dann letztendlich dann bekommen wir eine Rückmeldung vom System deiner Stärken. Wir sind stärkenorientiert, das heißt, wir sind People's Empowerment. Das heißt, ich sage, okay, ey, du trau dir was, du kannst was, arbeite aus den Kompetenzen, vergiss nicht deine Schwächen, aber du wirst punkten, du wirst erfolgreich, indem du deine Kompetenzen ansetzt. Ja? Ich bin Tennisspieler und wenn ich gucke, wie jemand Tennis spielt, dann sage ich mal, okay, ich kenne am Netz gut Spieler, zum Beispiel Boris Becker seinerzeit, an Netzspieler, die heutigen Spieler sind meistens zum Beispiel Sascha Zverev, es spielt von hinten. Wenn ich eher angreife, bin ich Verteidiger. Das heißt, ich muss meine Stärken kennen. Zum Beispiel jetzt bezogen auf den Job, kann ich gut präsentieren, komme ich rüber, wenn ich präsentiere oder bin ich sehr gewissenhaft. Das heißt, meine Ergebnisse sind gut und so habe ich den Ruf im Unternehmen, dass meine Aussagen zutreffend sind und so weiter, aber ich habe auch Schwächen, die ich entwickeln muss. Gut, jetzt haben wir festgestellt, es gibt Future Skills, brauchen wir. Wie funktionieren Future Skills? Wir haben einen Gap. Jetzt wollen wir Upskilling, haben wir den Begriff vorhin schon erwähnt. Und wir haben uns vorhin beschäftigt mit Personaldiagnostik. Okay, ich habe jetzt meine Lernchance, meinen Lernbedarf erkannt. Frage ich jetzt, wie geht es weiter? Dann sage ich mal Lerndiagnostik. Das ist ein verlorener, ein vergessenes Kind, sage ich mal. Keiner von uns lernt gleich. Trotzdem gehen wir zum Seminar und alle werden praktisch geduscht mit den Worten von dem Seminarleiter. Ich sage deswegen, weil ich auch Seminarleiter bin und so weiter. Und ich glaube mir, okay, ich berissele euch mit Worten, mit Begriffen und so weiter und so fort. Und ich habe im Grunde genommen eine Dreiklassengesellschaft. Ich habe High Performer, für die Party ist alles, ja, die machen es schon, die brauchen es nicht. Aber sie sind dabei, weil irgendwie irgendjemand entschieden hat, sie sollen dahin gehen. Zu meiner Rechten habe ich zwei Leute, sage ich mal, die praktisch sich bemühen, aber nicht mitkommen. Und das Harte dabei ist, in zwei Tagen
merkt man, die haben null gelernt von den High-Performern. Der Transfer von den High-Performern zu den Low-Performern erfolgt nicht. Das heißt, die fragen sich nicht, warum ich der oder die fertig, sondern praktisch fragt man sich, warum fehlt da die Übertragung. Deswegen Lerndiagnostik ist für mich notwendig, damit praktisch die einzelnen Leute praktisch individualisiert wird. Und dann kommt das Thema individualisierte Entwicklung. Das heißt, keiner von uns hat den gleichen Lernpfad. Kommen wir zum Thema Personaldiagnostik, haben wir vorhin gesehen. Dann kommen wir auf das Thema Lerndiagnostik mit den einzelnen Aspekten, die ich ausführen werde. Und dann das Thema individualisierte Entwicklung. Bei der Lerndiagnostik, wir haben das Thema Lernkompetenzen. Lernkompetenzen, ich hatte es vorhin erwähnt, nicht jeder hat die gleiche Fähigkeit zu lernen. Manche tun sich leichter, manche tun schwer. Die Lernpräferenzen, manche lernen schriftlich, manche lernen durch Interaktion, manche lernen durch Gaming. Ja? Da haben wir den Lerntipp, die Lerncommunity. Es ist wichtig für Leute, die gerne zusammen mit anderen lernen, dass man praktisch eine Lerncommunity hat. Ich arbeite gerne mit Leuten, da würde ich gerne auch mit diesen Leuten zusammen lernen. Lernwiderstände, das ist etwas verkannt. Der Jan Ullmann, das ist ein Consultant bei uns, hat das analysiert. Lernwiderstände, so banal wie es klingt, wenn ich mich entwickle, werde ich stärker gefordert? Muss ich mehr leisten? Will ich das? Das ist ein Bremsklotz. Ja, weil ich weiß, okay, ich müsste lernen, aber ich habe keine Lust, weil nachher die Konsequenzen gefallen mir nicht. Oder ich habe praktisch Widerstände, die praktisch aus meinem Inneren heraus, weil ich merke, okay, wenn ich mit anderen zusammen lernen will, schaffe ich das Niveau nicht in der Schnelligkeit. Da wird offenbart, dass ich praktisch schwer tue. Ausgangslevel, nicht jeder ist im gleichen Level. Das ist eine banale Geschichte, aber ich hatte es vorhin erwähnt mit dem Seminar. Etwas krass, aber das ist so meine Erfahrung. Und Arbeitsaktivitäten, Training on the Job. Das heißt, man muss praktisch, auch der Lernprozess muss praktisch gekoppelt sein mit dem, was ich tue in der Arbeit. Und dann, wenn wir sagen, okay, wir nennen das Entwicklungsschleife, wenn wir praktisch jetzt, ich habe hier angefangen mit der Personaldiagnostik, dann Lerndiagnostik, dann starten wir den Lernprozess. Dann ist interessant, wer mich begleitet. Wir haben hier praktisch die Touchpoints mit dem Lernbot Peer. Ja? Man den, die Lernchancen praktisch definieren aus der Personaldiagnostik, aber letztendlich auch den Lernplan. Dann den Coach aussuchen, Lernempfehlungen, Social Learning, ganz wichtig, was eigentlich ein Coach nicht machen kann, weil der Coach nicht wissen kann, wer praktisch auch die gleichen Lernchancen hat. Ja, aufgrund von Big Data kann ich das leisten. Lernanalytics, sehr wichtig, ja, wie ist die Entwicklung und so weiter und so fort. Wie schnell habe ich mich da weiterentwickelt, ist wichtig für die Personalabteilung zu sehen, wie das gelaufen ist. Und letztendlich, auch wenn es anonymisiert ist, und das Thema Lernreflexion. Das heißt, wie war der Prozess? Dass man Lessons lernt, sagen wir in der Automobilindustrie. Und das tut man zu selten. Und dann am Ende des Tages die Lernüberprüfung. Ja? Wo bin ich gelandet? Das kann man sicherlich digitalisieren, aber letztendlich, man kann es auch mit Consultants, externen Consultants, internen Consultants, Coaches, die Führungskraft. Führungskraft wurde neulich von Pink University auch ganz stark betont. Der erste Coach eines Mitarbeiters ist letztendlich die Führungskraft. So sollte es sein. Und im Sinne der transformationalen Führungsform sollte es so sein. Zeig mir eine Vision, gib mir Feedback und so weiter. Und das Thema hier aus meiner Sicht ganz wichtig, das Thema Lernkonzept, Lernplan. Viele, ich habe jetzt keine Studie gezeigt, die Frau Nila Graf zeigt, dass viele Leute stürzen sich in das Lernen,
ohne einen Lernplan, ein Lernziel und so weiter zu haben. Das heißt, ich mache irgendetwas, aber ob das zielführend ist und so weiter, lassen wir dahingestellt. Und die Erfahrung zeigt, dass nicht immer funktioniert. Lass mal noch nicht Lernpfade. Lernpfade des Öfteren sind gesteuert. Hier zum Beispiel HR-basiert. HR definiert, okay, wie der Lernpfad zu laufen ist. Das kann man machen, wenn man sagt, okay, das ist ein Lehrgang, um Teamleiterin zu werden. Mag sein, das ist bei dir ein Pfad, das hat sich bewährt und so weiter. Hat aber wenig mit meiner Individualisierung zu tun, mit meiner Lernkompetenz, mit meinem Lernwiderstand und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich hier greift das ganze Lernpaket Lerndiagnostik nicht. Und kann man KI-basiert machen? Es gibt ja Firmen, die das machen, sehr schön. Aber letztendlich, wo bleibt der User? Wo bleibt die Individualität des Users? Der User sagt, okay, schön und gut, aber ich würde gerne auch eigene Wege gehen. Und das muss man zulassen. Wenn wir von selbstgesteuertem Lernen, von individualisierten Lernen sprechen, dann brauchen wir auch diesen vierten Pfad, denn hier haben wir in der Grafik ganz unten dargestellt, aber theoretisch kann man es auch nach oben stellen. Wir haben voriges Jahr, kurz vor Corona, das sogenannte LX 2.0 uns überlegt. Und da habe ich eine Folie, die ist ein Jahr alt, die würden wir jetzt bald aktualisieren. Im Vergleich, hier sehen wir auf der linken Seite, wo ist LX 2.0, das ist unser Konzept, Lernchancen ermitteln, Diagnostik, Lernbegleitung dreistufig, das heißt Chatbot, Telecoaching und dann Präsenzcoaching, Lernüberprüfung und so weiter und so fort, Lernprofiling. Und viele Systeme machen es nicht. Auf der ganzen rechten Seite ist LMS 1.0 und dann in der Mitte ist LMS 2.0 und ganz links ist sogenannte Learning Experience 2.0, so wie wir uns das vorstellen. Ja, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung zu den Takeaways. Future Skills sind ja entstanden aus dem New Work, haben wir vorhin erwähnt, aus Digitalisierung und aus dem VUCA. Letztendlich aber, warum brauchen wir sie? Wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Welt verändert sich. Und wenn wir uns nicht mit in der gleichen Geschwindigkeit oder schneller verändern, dann bleiben wir auf der Strecke. Letztlich, wenn wir jetzt sagen, okay, Future Skills ist interessant, will ich in mein Unternehmen einbauen, integrieren, dann haben wir gesagt, okay, am besten ist, wenn du praktisch ein Kompetenzmodell individualisieren kannst für dein Unternehmen, sehr flexibel, sehr schnell und rollenspezifisch auch zuordnen und dann, damit du praktisch deiner Organisation gerecht werden kannst. Dann ist das so im Sinne von New Work, bedeutet, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterin, da hast du ein Tool. Du bist selbst motiviert, du hast intrinsische Motivation, du kennst deine Lernchancen durch die Personaldiagnostik. Ich werde dich unterstützen, aber letztendlich, du kannst selbstgesteuert, individualisiert lernen, dich entwickeln. Und das ist auch im Sinne von Employer Branding ein ganz wichtiger Aspekt, weil letztendlich, ich sage den Absolventen, den neuen Experten und Berufsansteigern, sagen, okay, ihr habt die Chance, euch weiterzuentwickeln, an eurer Employability zu arbeiten, ja? Damit ihr auch für die Zukunft gewappnet seid. Und wenn ihr dann wechseln wollt, dann seid ihr vorbereitet, beziehungsweise außerhalb, aber auch innerhalb des Unternehmens. Es gibt Unternehmen wie zum Beispiel BMW, der hat schon vor vielen Jahren angefangen mit den Job Rotation. Und die machen das sehr konsequent. Und ich sage mal, BMW hat ein Luxusproblem. Sie produzieren mehr Führungskräfte, als sie brauchen. Deswegen, viele suchen das weiter draußen, weil es nicht so viele Plätze im Unternehmen gibt. Früher hierarchisch, und ich gehe davon aus, dass mittlerweile im Sinne von New Work
jetzt andere Kanäle gefunden haben, aber letztendlich, das ist durch die Job Rotation. Und das ist eigentlich, deswegen war BMW, bin ich ja nicht im Bilde diesbezüglich, aber BMW war viele Jahre der bevorzugte Arbeitgeber für MINT-Berufe. Gut, Lerner brauchen unterschiedliche Lernpfade, habe ich vorhin erwähnt, deswegen auch Takeaway geklärt. Ja, damit machen wir jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Das, was ich jetzt erklärt habe, das Thema Future Skills, gibt es praktisch bei uns Coaching-Termine. Demnächst, übernächste Woche gibt es eine für das Thema KI-Coach, das Thema Persönlichkeit. Und wir werden einen Workshop konkret für das Thema Future Skills, wie wir High Performer erkennen können im Unternehmen. Wir haben mehr Anfragen von Kunden, die sagen, okay, wie erkenne ich eigentlich die High Performer, die ich praktisch weiterentwickeln muss, weil wenn ich das nicht tue, dann verlassen sie das Unternehmen. Wir haben dafür KPIs entwickelt, damit wir erkennen können, wie weit praktisch jemand ein High-Performer ist, beziehungsweise das Potenzial für High-Performer. Und das werden wir in einem Workshop erklären. Ja, damit sind wir zum Ende des Webinars angelangt. Ich hoffe, ich konnte einige Aspekte erklären. Und ich hoffe, dass Ihnen Spaß gemacht hat. Und ich bin jetzt da für Fragen, die von Teilnehmenden kommen.